Hallo zusammen. Heute zeige ich euch, wie ich meine erste Weihnachtskarte für dieses Jahr bastel. Und zwar habe ich dafür die Klappkarten vom Action genommen in Kraftpapier, Kraftfarbe. Das heißt, eine Klappkarte und der passende Umschlag dazu. Ganz schön praktisch. Das Einzige, was ich aber immer mache, ist, da sind immer noch so kleine Papierstanzreste dran. Die schneide ich immer noch so ein bisschen weg, damit die Ränder der Karte schön glatt sind. Dann habe ich mir noch den Cardstock zurechtgeschnitten. Und zwar benutze ich hier das Exacompta-Papier in Bristol Weiß. Und zwar sind das so Karteikarten. Ich habe die Karteikarten in 14,8 mal 10,5 cm und den habe ich mir noch zurechtgeschnitten als ersten Aufleger in 10 cm. Mal 14,3. So, daraus ein Kreis ausgestanzt, denn dieser Cardstock wird der erste Layer, beziehungsweise ich habe gleich noch vor, den zu prägen. Dafür nehme ich die Sizzix Stamping Up Prägeschablone, den Prägefolder mit dem Schneeflocken. Ich glaube, der heißt Leise Rieselt. Bin mir gar nicht sicher, ob der jetzt aktuell noch im Katalog ist. Den hatte ich mir letztes Jahr noch geholt, weil der einfach ein Must-Have ist, denke ich. Der passt immer zu Weihnachten oder zu Winterthema. So, da habe ich dann überlegt, wie ich das am besten da anbringe. Und weil ich nicht so besonders viel Zeit war, habe ich jetzt auch gar keinen Unterleger mehr dafür gemacht. Dann habe ich mir noch ein Stück zurechtgeschnitten, was dann direkt genau dahinter passt, denn den Hintergrund will ich noch bestempeln, damit ich genau weiß, wo habe ich mir den Kreis noch eingemalt. So, da nehme ich einen von My Sweet Petunia, die Positionierhilfen aus dem Misti. Die nehme ich auch immer ganz gerne in meinem Stamparatus. Und damit ich nicht genau am Rand das Papier liegen habe, dann so werden die Klappen, die Abdrücke ein bisschen besser, kann man, weil es ja doch immer noch ein bisschen erhöhter ist an der Seite, an den Rändern, wo man die Stempel, wo man die Platte einhängt. Naja, auf jeden Fall nehme ich hier den Schneemann aus dem Set, was ich von AliExpress habe. Das ist diese Woche angekommen bei mir, hat mich super gefreut. Weil das ja doch recht preiswerte, günstige Stempel sind, muss ich den halt ein paar Mal stempeln. Deswegen den Stamparatus. Bei hochwertigeren Stempeln wie den von Stamping Up hätte jetzt auch nur einmal gereicht mit dem normalen Stempelblock. Die Tinte ist die Memento Tuxedo Black Tinte, die ich in dem kleinen Dewdrop, also so einen kleinen in der kleinen Version immer gerne benutze, da kann ich die gerade auf dem Stamparatus schön aufbringen. Mit dem Stempelreiniger, Reinigungskissen mache ich immer gern die Stempel wieder sauber. So, nachdem das alles getrocknet ist, habe ich mir erstmal diesen Hilfskreis weggemacht. Den hätte ich mal besser noch ein bisschen dran lassen sollen. Habe ich nachher noch ein paar bisschen Probleme gehabt. So, koloriert habe ich mit den Twin-Markern, mit verschiedenen Farben. Der Hintergrund ist zwar nicht so ganz gleichmäßig geworden, das Blau, aber fand ich jetzt auch nicht so schlimm für diese Szene, für diese kleine Szene. Das ist die 144 Baby Blue. Dann habe ich die BG1 genommen, das Blue Gray für die Steine und für den Schatten im Schneemann. Dann habe ich die 42 Bronze Green genommen für das Grün im Schal und der Mütze. Die Nummer 2 Old Red für den Schal und die Mütze. Und nochmal WG1 Warm Gray für die Knöpfe. Dann habe ich noch an einem weißen Gelstift die Schneeflocken ein bisschen nachgemalt, weil die ja doch sehr dunkel waren. Durch den schwarzen Stempelaufdruck noch ein paar Schneeflocken in den Hintergrund gemalt. Und dann hatte ich noch überlegt, ob ich jetzt vielleicht weiße Plusterfarbe nehme, um unten den Schnee zu machen. Aber weil ich jetzt keine Lust hatte, darauf zu warten, dass das trocknet, habe ich es gelassen. Aus dem Stempelset habe ich jetzt auch noch ein Sentiment genommen.
nämlich Let It Snow. Und da nehme ich jetzt auch wieder die Positionierhilfen von My Sweet Petunia als Stempelhilfe, als Stempelpositionierer. Dafür nehme ich die beiden halt übereinander. Die sind magnetisch, deswegen passt das ganz gut und ich halte die einfach nur fest. So kann ich den Stempel auf dem Acrylblock wieder genau da positionieren, wo ich es halt zuerst positioniert habe. Das gab es ja früher auch, so eine Positionierhilfe bei Stamping Up. Ich habe mir auch noch eine in groß gebastelt aus Legosteinen, aber jetzt habe ich das halt für mich entdeckt. Das klappt genauso wunderbar. Und so konnte ich den halt auch mehrfach abstempeln und ohne dass ich da ein bisschen verrutscht bin und ich musste nicht den Stamparatus wieder auspacken oder den Misti, fand ich ganz praktisch. Wieder den Stempel wieder gereinigt in meinem Stempelreinigerkissen von Stamping Up, was ich sehr viel benutze. Ja, und dann ging es gleich nur noch darum, alles zusammenzufügen. Und da habe ich mir überlegt, dass ich das noch ein bisschen trimme, weil dieser Let It Snow Gruß so hoch ist von der Schrift, habe ich gedacht, dass es nicht so gut aussieht, wenn ich da jetzt irgendwie ein Fähnchen von der Seite dran mache, sondern dann habe ich mir überlegt, kann ich das doch auch von unten mal ausprobieren. War ich am Ende nicht so ganz überzeugt von, aber naja, war okay. Da benutze ich immer gern meine Unterlage hier, mal von Tonic, meine Glasmatte, um die Mitte zu ermitteln, damit ich das so einigermaßen mittig hinbekomme. Und schneide einfach nur einen Wimpel daraus. Tja, da habe ich dann schon mal geguckt, wie das dann passen könnte. Hat mir jetzt, wie gesagt, nicht so 100% gefallen. Irgendwas hat mir gefehlt. Es war alles sehr weiß an weiß. Aber erstmal die Karten zusammenfügen. Und hier habe ich dann auch erst später gedacht, als ich das dann hinten festgeklebt habe mit meinem Tesaroller, dass ich das doch eigentlich noch mit irgendeinem Foam Tape, hier so dickes Klebeband hätte aufbringen sollen, damit das noch ein bisschen mehrdimensionaler wird. Sieht jetzt schon sehr flach aus, aber dann habe ich gedacht, dadurch, dass das geprägte Papier ja sehr deutlich geprägt ist, geht es einigermaßen. Soll ja nicht jetzt unbedingt eine Schneekugel sein, ist halt die Aussparung. Ein zusätzlicher Layer hätte dem Ganzen auch nicht schlecht getan. Aber es war auch schon spät gestern Abend, als ich das gemacht habe. So, und das ist jetzt auch mein erstes Video dieser Art. Deswegen konnte ich das jetzt auch nicht am gleichen Abend noch fertig machen. Ich habe erstmal ein bisschen mit dem Programm rumgefummelt und alles nochmal kennengelernt, wie es funktioniert und wie ich es machen muss, damit alles passt. Später mache ich auch noch innen noch weißes Papier rein, damit man da besser drauf schreiben kann. Finde ich auch mal ein bisschen schöner. Und weil mir das dann doch sehr groß immer noch vorkam, habe ich dann überlegt, dass ich das vielleicht doch noch ein bisschen zurechtschneiden könnte. Also nochmal mit dem Schneidebrett, das ist übrigens das alte von Stamping Up, für das ich auch noch ein paar Klingen nachgekauft habe, nochmal ein bisschen gekürzt unten, hat mir schon besser gefallen, weil es aber immer noch etwas nackig war, noch ein bisschen Faden dazu. Einigermaßen farblich passend zu dem Rot, das ich in der Mütze und im Schal verwendet habe. Ich glaube, dass diese Kordel auch von Stamping Up ist, da bin ich mir aber nicht sicher. Naja, und da habe ich ein bisschen fummeln müssen, bis das endlich mal gesessen hat. Schleifen und Fäden und Bänder sind nicht gerade meine Lieblingsdisziplinen. Und da muss ich auf jeden Fall noch weiter üben. Aber das kennt ihr bestimmt. Ich glaube, viele haben gerade so mit Bändern das Problem, richtig schöne Schleifen zu binden. Und geht mir genauso. Deswegen
müsstet mir das etwas verzeihen. Ich übe ja noch. Ja, im Nachhinein ist mir noch viel eingefallen, was man in der Karte noch hätte verbessern können. Wie gesagt, noch ein zweiter Hintergrund, alles vielleicht ein bisschen noch 3D machen können mit Foam Tape oder noch mehr Farbe, vielleicht noch Farbe an den Rand wischen. Der blaue Hintergrund beim Schneemann ist etwas ungleichmäßig geworden, fand ich aber im Nachhinein, wie gesagt, gar nicht so schlimm. Hat so ein bisschen was Winterliches. Vielleicht kann man das auch als Wolken interpretieren oder als Nebelschleier. So, mit Dimensionals von Stamping Up noch hinten ein bisschen Abstand geschaffen. Nochmal mit My Sticky Tape, My Stick extrem starken Klebestreifen. Nochmal unten die Kordel ein bisschen gesichert. Und dann, wie gesagt, habe ich die nicht seitlich anbringen wollen, sondern habe sie dann halt unten drunter positioniert. So sieht es auch, finde ich, ein bisschen aus wie eine Schneekugel. So ein bisschen, als wäre es der Ständer. Naja, könnte auch eine Glühbirne sein. Egal. Sieht auf jeden Fall winterlich aus. Ist ja gar keine richtige Weihnachtskarte, ist eigentlich mehr eine Winterkarte. Noch gerade ein bisschen die Enden abgeschnitten, damit alles schön gleichmäßig ist. Tja. Und fertig ist die Karte. Meine erste Weihnachtskarte bzw. Winterkarte. Ich verschenke aber keine Winterkarten. Ah ja, okay. Noch mit einem Glue Dot die Bänder vorne gerade noch ein bisschen gesichert, damit nicht alles nochmal verrutscht. Und dann ist es fertig. Also Weihnachtskarten verschenke ich eigentlich nicht. Doch, Weihnachtskarten verschicke ich, Winterkarten verschenke ich eigentlich nicht, weil ich gerade so hinkomme, meistens die Weihnachtskarten zu basteln. Das war dann mein erstes Video dieser Art. Hoffe, es hat euch gefallen. Das ist die fertige Karte. Viele Grüße von Grisa aus Koblenz. Tschüss!